Wenn ihr geglaubt habt, dass ich nur ein Curry in meinem Sortiment habe, dann muss ich euch enttäuschen. Eins der von mir am meisten gekochten Curries ist das Thai Green Curry. Und wenn ihr erfahren wollt, wie das geht, dann schaut jetzt zu. Den Anfang machen wir mit Cherry-Tomaten. Ihr schnappt euch also etwa 10 bis 15 davon und halbiert diese zuerst. Dazu kommen noch in Streifen geschnittene grüne Paprika. Ich hatte noch welche in meinem Tiefkühler, also musste ich die nicht nochmal neu schnippeln. Als dritte Zutat haben wir den Brokkoli, von dem wir ca. einen halben Kopf benutzen, bei welchem ich zuerst die Röschen abschneide und dann nochmal halbiere und viertel. Was bei einem Thai Green Curry auf keinen Fall fehlen darf, ist Hähnchen. Traditionell benutzt man dafür eigentlich Hähnchenschenkel, wie bei ganz vielen Curries. Dafür vorab schon mal sorry, jedoch hatte ich nur Hähnchenbrust da, womit es aber auch super geklappt hat, wie sich am Ende rausgestellt hat. Zudem brauchen wir einen halben Bund Frühlingszwiebeln in 3 cm langen Stücken, ca. 100 Gramm Sojasprossen gemischt mit Bambussprossen aus der Dose, 1 Esslöffel Palmzucker, 2 bis 3 Esslöffel grüne Currypaste, meine hier selbstgemacht, jedoch könnt ihr auch eine fertige aus dem Supermarkt nehmen. Das Rezept für meine selbstgemachte haue ich nächste Woche raus, also schaut mal vorbei. Und zu allerletzt brauchen wir noch 1 Teelöffel Kreuzkümmel, 1 Teelöffel Koriandersaat, 2 bis 3 getrocknete Kaffir-Limettenblätter, frische gehen auch, und frischen Koriander zum Garnieren. Kreuzkümmel und Koriandersaat haut jetzt in eine heiße Pfanne und röstet diese für einige Minuten an. Ihr werdet merken, dass das Aroma der Gewürze sofort spürbar ist. Passt aber auf, diese nicht zu verbrennen, sonst werden sie leicht bitter und das schmeckt man dann einfach raus im Curry. Dann kommen die Gewürze und die Kaffir-Limettenblätter in einen Mörser und werden kurz gemahlen. Ich habe natürlich das jetzt ganz schnell und grob gemacht, ihr solltet da mal ein bisschen Liebe noch reinstecken. Nehmt euch einen Wok oder Topf und gebt ca. 3 Esslöffel Sonnenblumenöl dazu. Das erhitzt ihr dann und haut das in euren Topf und passt auf, dass das Öl nicht zu heiß erhitzt wird, weil wenn ihr die Currypaste dazu gebt, dann spritzt das ordentlich, so wie bei mir im Video. Wenn ihr jetzt die Currypaste zusammen mit den zuvor gemahlenen Gewürzen dazu gebt, solltet ihr diese für ca. 5 Minuten anbraten, damit alle Aromen freigesetzt werden. Nach den 5 Minuten kommen noch 1,5 bis 2 Dosen Kokosmilch dazu und 1 Esslöffel Fischsoße. Keine Angst wegen der Fischsoße, es wird nicht fischig schmecken, es wird einfach viel intensiver, das Fleisch kommt besser zur Geltung, alles wird ein bisschen aromatischer, sollte euch nicht abschrecken. Nach und nach könnt ihr also jetzt das Gemüse, den Palmzucker und das Hähnchenfleisch dazugeben, wobei alles bei mittlerer Hitze für ca. weitere 10 bis 15 Minuten gegart werden muss. Zum Servieren würde ich euch Basmati-Reis empfehlen, passt zu Curry eigentlich immer richtig gut. Und ja, fertig ist euer süß-scharfes Thai Green Curry. Nicht ganz traditionell mit einigen Zutaten, aber super lecker. Also viel Spaß beim Nachkochen, checkt meine anderen Videos aus. Lasst ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat, auch gerne ein Like. Oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu den Rezepten, schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.